Hallo zusammen, Microvision, OQG, Nenwaxalt, was sind denn das für Aktien? Nun, das sind jetzt die sogenannten Rocket-Aktien in diesen vielen Chatforen. Und heute schauen wir mal einen Erfahrungsbericht an für diese sogenannten Hype-Aktien. Und ich gebe auch noch gewisse Ratschläge. Macht sicher Spaß, da mitzumachen, also bleib dran. Der erste Titel, den wir anschauen, ist Microvision, also ein sogenannter Short Squeeze Kandidat. Was heißt das genau? Das sind eben die sogenannten Hedge Funds, wo die Aktien verkaufen, ohne die jetzt zu besitzen. Und der kleine Investor, der eben über die Chatforen versucht, nachher die Aktien zu kaufen und dann so weit zu pushen, dass eben der Hedge Fund dann mehr oder weniger die Aktien müsste zu einem höheren Preis zurückkaufen. Es interessiert uns doch auch ein bisschen, was überhaupt die Microvision macht. Also man sieht es hier, ist ein Entwickler von Laserstrahlscanning. Und was man noch sieht, auch ist jetzt mal der Kurs, wie sich der Kurs entwickelt hat. Ich schaue auch immer so etwa die letzten 10 Tage an, wenn ich jetzt für auch drei kaufe. Und man sieht jetzt da zum Beispiel, dass eben genau das Gerücht eben mit dem Short Squeeze da gekommen ist, das Volumen hat recht zugenommen. Und dann ist der natürlich wirklich von, sagen wir jetzt, den 10, 11 Dollar bis auf 27, 26 Dollar. Und es ist halt immer ein bisschen wie ein Short Squeeze. Das heißt, irgendwann geht dann auch der Käufer die Luft aus und dann ist halt wieder ein bisschen runtergekommen. Und da hat er dann noch seine Earnings gebracht. Das ist aber auch wieder so ein Hype. Die Earnings, die sind ja immer quasi katastrophal, oder sprich, die Firma macht ja nie einen Gewinn, sondern ist immer noch auf dem Verlust. Und dann hat man halt noch gesehen, dass doch der Verlust größer war, als was man erwartet hat. Und dann ist sie wieder ab auf 15 Dollar. Also man sieht jetzt mal einfach mal so einen Titel, wie der sich enorm bewegt, also in einer so kürzester Zeit. Der nächste Titel ist OQGene. Da habe ich eine lustige Geschichte gehabt, weil das hat meine Tochter hat mir angerufen aus London und hat gesagt, du musst unbedingt die OQGene kaufen. Keine Ahnung, was das war. Und dann habe ich das auch müssen schauen, was eine Art die Firma produziert. Interessanterweise ist die stark in der Entwicklung und Vermarktung von Augenkrankheiten. Und dann haben sie einfach da hinten da am Schluss noch einen Satz hinzugefügt, dass sie eben auch noch die Impfstoff produzieren für Covid-19. Und das ist halt auch wieder so ein absoluter Hype jetzt, dass die aus Indien der Covid-Impfstoff hat und der jetzt in nächster Zeit dann gerade akzeptiert wird. Also das heißt, dass der noch nicht von den ganzen Arzneibehörden zugelassen wird. Und da sehen wir jetzt auch den Hype wieder auf die letzten 10 Tage. Ich meine, der ist auch 5 Dollar gewesen, wahrscheinlich lange Zeit bei 5 Dollar. Und ist jetzt doch gerade auf das 12,67. Wir sehen den Nonnen im Chat, wieso jetzt der gerade auf dem höchsten ist. Aber doch auch wieder riesen Volumen. Ich kann mich noch erinnern, das ist das Wochenende vorne gewesen, wo ich da die Chatfora angeschaut habe und gelesen habe. Und dann die Erwartung am Montag ist also wirklich, dass der Titel sofort da auf über 11 gegangen ist. Und dann hat er nochmal ein bisschen getestet und jetzt sind wir auf dem höchsten. Der nächste Titel ist Vaxart, oder Vaxart, ich weiß nicht genau, wie man dem sagt. Das ist auch wieder so eine Biotech-Firma aus Amerika. Die konzentriert sich auf die Entwicklung von auch Medikamenten, antiviral, aber der grosse Unterschied, und das ist halt auch super, dass man nicht mehr eine Impfung bekommt, sondern dass man dann nur noch Tabletten, ich würde jetzt nicht sagen fressen tun, aber dann einfach Tabletten nehmen anstelle von Impfungen. Das hat doch jetzt auch einen absoluten Hype auf dem, weil wir müssen ja jetzt uns alle impfen, mehr oder weniger, also die, die wollen. Und wenn man doch dann in Zukunft müsste, nur zwei Tabletten nehmen, ist das schon super für die Firma. Auch da wieder habe ich den verfolgt, der ist auch lange bei 5 Dollar gewesen und dann habe ich da das Volumen gesehen aus diesen Chatforen. Hey, da muss man unbedingt haben. Ich habe dann auch bei 8 gekauft, da ungefähr, also an dem Tag. Bin aber bei 9 schon wieder raus. Weil eben, es ist also wirklich, das geht so schnell hoch und runter und jetzt doch am Schluss ist er über 10, ich glaube sogar 11 und hat jetzt da bei 10,78 geschlossen. Also auch der ist total jetzt im Moment in der Titel. Dann schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen, wie das funktioniert in den Chatforen. Der Einfluss in den
Trading Chat Foren darf man wirklich nicht unterschätzen. Also ob es jetzt ein Microvision ist oder Occugene oder eben ein Vartax, es ist einfach enorm, was da läuft, weil es ist so, man sieht da mal das erste Mal, wie viele Investoren da quasi die Aktie verfolgen. Also das ist 83.000 oder 125.000 Leute, die Titel verfolgen. Also jetzt nur in dem einen Chatforum, wo einfach dann quasi jede Meldung von den Leuten, die da schreiben, quasi gesehen. Bei der Vartix haben wir 71.000. Also das ist schon enorm, was da im Moment läuft, was da verfolgt wird. Was auch sehr wichtig ist, ist eben das sogenannte Sentiment. Also das ist eine Art, wie eben, was jetzt im Moment läuft, wie im Moment quasi das Gefühl ist auf den Aktien. Und man sieht jetzt, da ist es recht positiv, auch bei dem. Und dann doch jetzt beim Microvision, wo ein bisschen die Luft aus ist, ist es doch jetzt ein bisschen runtergegangen. Und da sehen wir auch noch das Message Volumen. Also das heisst, die Leute, die da schreiben, da hat man da enorm zugenommen. Und das ist halt, sind schon Zahlen, also, wo wir da vielleicht in Europa gar nicht können vorstellen können, was da in den USA läuft, wie viele Leute da involviert sind und die quasi die Berichte verfolgen. Schaut jetzt mal rein, wie das aussieht. Da haben wir jetzt wirklich mal so vorne rein tun, was quasi läuft und wer was sagt. Wir nehmen dann mal da den Microvision. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, dass da eine bullish ist und da ist eine bearish. Und weil noch sehr viel passiert, sind die sogenannten Animationen. Also da schreibt einfach irgendeiner etwas und dann dort irgendeine so 5 oder 10 Sekunden Animation rein. Das machen die Amerikaner enorm gern. Also, dass sie einfach sagen, wie sie happy sind oder wie sie verrückt sind. Also, das wird sehr stark genutzt. Und ihr seht jetzt da, oder, wie fast im Sekundentakt quasi die Messages reinkommen. Beim Vartex finde ich es jetzt noch gut. Da haben sie wenigstens eine technische Analyse, die Candle and Sticks. Da sagt jetzt auch einer, er ist bullish, weil eben die Candlesticks ihm ganz klar die Richtung nach oben zeigen. Dann haben wir da auch wieder gewisse Kommentare, oder? Dass er sagt, zum Beispiel, eben, die sagen jetzt doch anders von den Kanten vom Okugen oder Covaxin und so weiter. Da hat er also auch etwas geschrieben. Aber eben meistens hast du nur so Einsätze, wo du einfach sagst, ja, das ist jetzt die Opening Bell gewesen, oder das ist das oder jenes. Also es ist sehr viel oberflächlich. Da jetzt gerade beim Occugene ist jetzt gerade rausgekommen, darum ist er jetzt auch so hoch, dass jetzt zum Beispiel eben irgendein Newspaper oder irgendein Magazin gesagt hat, eben, dass jetzt da in einem Bericht der Impfstoff gegen alle vier Varianten wirken. Also das heißt, dass gegenüber die UK, Brasilien, Indien und Südafrika. Und dann haben doch sofort gerade alle das übernommen und haben das sofort gepostet. Und das sieht man halt dann schon sofort, wie die Leute anhand von solchen Berichten sofort dann reagieren. Und ja, das ist schon interessant, wenn man das so sieht. Was kann man für ein Fazit ziehen aus diesen drei Hype-Aktien? Es ist ja so, dass die also wirklich in den Chatforen getrieben werden. Also wirklich, dass das, ich muss jetzt auch sagen, sowohl nach oben als auch nach unten. Also es ist beide Seiten. Und je nachdem, wie das Momentum ist von den Aktien. Das ist schon sehr, sehr wichtig, oder? Ich meine, das Sentiment, wie das läuft, ob jetzt das wirklich positiv ist oder negativ. Also das ist enorm, wie schnell denn das wirklich auch drehen. Von, sagen wir jetzt, Plus auf Absolut aufs Minus und dann hast du dann plötzlich wieder alle, die sagen, ja, ist doch nicht so eine gute Sache und wir müssen jetzt das verkaufen und so. Fundamental eben, würde ich sagen, ist es nicht so wichtig, also es ist mehr eben der Trend, wo läuft. Denn die Kommentare eben sind schon sehr oberflächlich und natürlich wird jeder natürlich irgendetwas schreiben, weil er sich sagt, er wird dann auch die Aktie hegen und er wird doch jetzt auch seinen eigenen Gewinn ich meine, es ist auch ganz klar, dass jeder da ein bisschen schreibt aus eigenem Interesse. Und weil eben die vielen Kommentare sind zum Teil auch irreführend und das ist auch das, wo ich sage, es müsste wirklich eine bessere Evaluation haben. Und eben die vielen Bilder, die es da hat, klar, ist es lustig, ist amüsant, versucht jetzt das ein bisschen zu verbinden, oder? Wenn einer happy ist, dann zeigt er doch eine happy Animation und dann kann das vielleicht auch wieder beeinflussen und der macht das auch und dann gibt es genau wieder den Trend, ja, wir müssen jetzt die Aktie haben, die geht noch weiter runter und so weiter. Das ist auch ein sehr starker psychologischer Effekt dahinter.
Was kann ich jetzt für Ratschläge geben zum Traden? Ich habe jetzt jedes Mal als Empfehlung die Aktienmengen so zwischen 5 und 10 Tagen verfolgt. Und ich schaue ein bisschen die Ups und Downs und sage einfach, okay, da ist es vielleicht noch gut, etwas zu machen oder da nicht. Aber eben, ich kaufe immer in relativ kleinen Mengen. Und ihr habt gesehen, die Titel sind ja zwischen 5 und 10 oder 15 Dollar. Also man muss nicht mit grossen Einsatz kommen, mit 500'000 oder 2'000 Dollar. Mehr würde ich jetzt zum Beispiel nicht investieren. Und eben, ich würde eher dann erwarten für weitere Schwankungen. Man hat ja gesehen, die Titel haben ja wieder 10% runtergefallen in einem Tag. Das ist überhaupt kein Problem. Als Idee sind eben der Verkauf von Put-Optionen, also all die Aktien, mit denen kann man auch Optionen handeln, also Calls und Put-Optionen. Das werde ich gerade auch zeigen. Oder wenn man die Aktie jetzt gekauft hat, eben so in kleinen Mengen, dann kann man sofort eine Call-Option verkaufen, weil das lohnt sich enorm. Das werde ich euch ja gerade auch zeigen. Und wenn man jetzt wirklich halt voll auf Spekulation pur geht und sagt, ich glaube, dass die Aktie zugeht, dann kauft man halt gerade nur einen Call. Also das Recht zum Kaufen der Aktien. Nur muss ich sagen, die sind relativ, oder nein, ich muss sagen, die sind sehr teuer. Da zahlt man einfach relativ viel. Aber eben, wenn du sagst, die Aktie geht 10 oder 20% hoch, dann lohnt sich auch ein Call. Interessanterweise sieht man dann auch in diesen Chatforen, dass gewisse Leute schreiben und sagen, hier gibt es den und den Call gekauft und hoffe jetzt einfach, dass das hochgeht. Aber eben, ich würde jetzt sagen, zu 90% sind solche Käufer Calls eher wertlos. Das heisst, also, es ist eher, man verliert eher Geld mit solchen Call-Optionen, weil eben der Zeitpunkt ist sehr wichtig bei solchen Optionen. Das heisst, es muss wirklich heute oder morgen passieren, dass die Aktie die 10 oder 20% durchgeht. Da wäre jetzt eben eine Idee, eine Put-Option-Idee mit Microvision habe ich genommen. Das sind auch reelle Preise da. Also in anderen Worten, der Microvision haben wir vielleicht gesehen, am Anfang ist Pund die 15 Dollar im Moment. Und da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich wirklich im Markt würde einsteigen würde, dann würde ich jetzt zum Beispiel einen Put Microvision verkaufen, Ausübungspreis 15. Verfall ist der 21. Mai, das ist jetzt einfach der nächste mögliche Verfall. Und eben, es ist enorm lukrativ. Ich erhalte 2 Dollar, über 2 Dollar für eine 15er Put-Option. Also in anderen Worten, Break-Even wäre bei 12,7 Dollar. Also der Titel kann noch auf 12 oder 12,7 Dollar runterfallen und ich würde ja immer noch etwas gewinnen. Natürlich kann er auf 10 Dollar oder auf 8 Dollar runterfallen. Also man muss sich das schon bewusst sein, dass das doch sowohl hoch als auch noch runtergeht. Aber ich würde jetzt meinen, es lohnt es doch da eine Prämie zu kassieren. Eben wieder ein Mix. Man kauft vielleicht ein paar Aktien gerade im Markt und noch nicht durch einen Put verkaufen. Und wie ja nichts passiert, dann kann man einfach die Prämie kassieren. Für die, die es noch ein bisschen interessiert, da ist die Volatilität bei 67%, das ist also enorm hoch. Ich meine, wir haben durchschnittliche Volatilität zwischen vielleicht 20 und 25 und da bei so einem Hype-Stock sind wir auf 67. Also, das ist schon sehr lukrativ, wenn man da eine Put-Option verkaufen würde. Die andere Seite wäre eben ein Verkauf von Call-Optionen. Also, eben, wir hätten jetzt die Microvision-Aktie gekauft. Zu 15 oder 15 Dollar und jetzt würden wir sofort gerade zu 16 Dollar Call-Option verkaufen. Wir kämen immer noch 3,2 Dollar rüber. Also das ist auch wieder recht interessant. Der Break-Even wäre sogar bis 18 Dollar. Also das sind ja dann schon wieder über 15%, die man würde einkassieren. Und da würde ich jetzt auch als eine interessante Strategie finden, auch dass die, also man sagt, jetzt gut, jetzt erwartet die nächsten Tage nicht mehr so viel, dass die Aktie zugeht und dann würden wir einfach voll die 2 Dollar einkassieren. Also das ist sicher auch eine ganz gute Idee. Auch da wird die Volatilität natürlich enorm hoch, 63%, darum kommt man ja auch so viel Prämie über. Also das sind einfach so Ideen, wo ich einfach sage, dass das sich lohnt anzuschauen, nicht nur die Aktien zu kaufen, sondern eben mit Optionen noch besseres zu optimieren. Jetzt werden doch noch viel gefragt, ja, lohnt sich denn überhaupt, solche Aktien zu kaufen? Ich meine, ich bin ja eher auch der Defensiv-Fundamental-Typ und würde sagen, Jesus Gott, das ist ja wahnsinnig hochspekulativ. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen auf das Wort Diversifikation. Das heißt, man kann doch ein Depot aufbauen, dass man einfach sich sagt, okay, 90% ist jetzt mehr auf fundamental defensiv oder Schweizer Aktien, je nachdem,
Aber ich würde immer noch 10% etwas investieren in solche Aktien, wo ich mir sage, das sind 2, 3, 5.000 $, wo man einfach halt sagt, jetzt würde man das investieren. Ich meine, das ist das Gleiche, wenn du in Bitcoin gehst, das ist etwas ähnlich, dass du auch etwas investierst, wo wahrscheinlich fundamental nicht gross Sinn würde machen, aber das Momentum, der Trend ist jetzt einfach da und da hat man auch bei diesen Optionen. Und ich meine, ich würde sagen, das ist, würde jetzt mal meine, eine Aktie, die drei Aktien, die ich jetzt hier vorgeschlagen habe, sind ja doch wenigstens von diesen drei Aktien, zwei Aktien, die jetzt in der Biotechnologie ansässig sind und eben mit dem Covid-19. Das wird uns noch eine Zeit beschäftigen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da einen Totalverlust machen, sondern wir würden jetzt hier einfach profitieren. Das wäre jetzt einfach mein Ratschlag. Diversifikation, das heißt auch in diesen hochspekulativen Titel zu investieren. Mein Name ist Marc von Trading on the Edges. Ich habe 30 Jahre Börserfahrung und ich bin jener in Trade Options. Ich schreibe das zwar noch fundamentale Aktien, aber ich bin auch langsam ein bisschen mehr in diesen hochspekulativen, eben in einem relativ kleinen Betrag, weil ich sage, man muss einfach auch dabei sein. Ich offeriere die Einzelgruppenkurse hier in Zoom und bei Kommentaren oder so etwas kann er mir auch per E-Mail schicken. Gut, das wär's gewesen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spass gehabt habt für die kleinen Aktien, die spekulative Aktien. So viel Spass und auch viel Erfolg für den Online-Titel, den ihr kaufen wollt. Bis bald. Tschüss.